ich möchte euch einmal den Anaconda Fishhawk vorstellen. Wo angle ich jetzt in der Tiefe? Herbstlich, Winterzeit, es wird kalt. Die Fische ziehen ins Tiefe. Wo sind die warmen Schichten? Die brauchen wir. Und die zeige ich euch jetzt hier auf unserem Anaconda GTM. Das ist der gute Fishhawk von Anaconda, der GTM. Wie gesagt, er misst jeden Meter ablaufend bis auf den Grund. Wo sind die warmen Schichten? Und wir schauen einfach mal. Links Temperaturanzeige, rechts die Meter. Ich klicke jetzt einmal durch auf View. 10,7, 10,7. Ich bin hier in einer Kiesgrube. Acht Meter, ja, unverändert. 10,7, 9 Meter, 10 Meter, unverändert. Von der Oberfläche bis unten, ja, 11, 12, unverändert, ja. Wir haben eine große Säule, ah ja. Und jetzt wird es doch ersichtlich kürzer, bei 13 Meter. 12, 13, das ist so die Grenze. Und ihr seht, ah ja, 14 Meter ist es maximal tief gewesen und dann haben wir nochmal einen richtigen Sprung nach vorne. Wir haben den Anaconda Fishhawk ausgecheckt. Und ja, was konnten wir jetzt ermitteln? Ganz klar, es waren 14 Meter tief an dem Platz, wo es aufgekommen ist. Es misst jeden Meter ab der Wasseroberfläche, jeden Meter, jede Schicht, bis er aufkommt. Ja, das ist sehr, sehr gut, sehr, sehr wichtig. Wir finden darüber heraus, über die Wassertemperatur, die er uns ja auch anzeigt in jeder Schicht, wie warm ist es? Und genau darum ging es. Er hat es uns angezeigt, auch da, ab 1 Meter, 1,5 Meter, ja, die Oberfläche ist leicht kühler, ab 1,5, 2 Meter geht es los, konstant bis 13 Meter, war es jetzt, was haben wir gesagt, 10,5 rum, ja, konstant. Danach bricht es ab und wird wirklich kalt. Das heißt, wir sind in der Sprungschicht, darunter, wirklich kalt. Wir bleiben drüber. Wir bleiben drüber, ganz klar. Ich möchte euch empfehlen, nicht an der Grenze, wo es wirklich kalt wird, ja, hier drauf, da nicht zu angeln. Bleibt noch mal leicht drüber, 1,5, 2 Meter gerne. Ja. Das heißt 11, maximal 12 Meter, aber nicht an die 13 Meter ran. Ich bekomme meine Bisse aktuell nämlich bei 10, 11 Meter. Da fühlen sich die Dicken jetzt im Moment recht wohl. Und ja, was soll ich sagen? Holt euch das Teil, ich kann es empfehlen, ja, und ihr werdet Erfolg am Wasser haben. Im Frühjahr, zum Sommer hin, ganz wichtig, aber besonders auch jetzt in der Dickezeit, nämlich zum Herbst, Winter hin. Unverzichtbares Tool für mich, mein Tipp an euch.